Willkommen in Kleinsyrien. So nennt manch Einwohner die südtürkische Stadt Gaziantep. Denn auf vielen Straßen der 2-Millionen-Metropole wird mittlerweile mehr Arabisch als Türkisch gesprochen. 500.000 Syrer leben hier. Als der Bürgerkrieg 2011 in ihrer Heimat begann, wurden sie mit offenen Armen von ihren türkischen Nachbarn empfangen. Doch langsam wächst der Unmut unter den Einwohnern von Gaziantep. Überall steht jetzt alles auf Arabisch. Die türkische Sprache ist hier fast verschwunden. Viele junge Leute macht das sauer. Es gab ein paar Vorfälle und die meisten Schilder wurden entfernt. Willkommen sind die Syrer bei vielen Bewohnern von Gaziantep offenbar schon lange nicht mehr. Doch die Stadtverwaltung versucht, die Wogen zu glätten. Wir bitten die Einwohner um Geduld. Wir sagen ihnen, dass die Syrer damit angefangen haben, zurückzukehren. Und wir tätigen große Investitionen, damit sich ihr Lebensstandard nicht verschlechtert. Angesichts des wachsenden Unmuts unter den Türken betont auch Präsident Recep Tayyip Erdogan regelmäßig, dass die Syrer letztlich zurückkehren würden. Doch viele Wähler nehmen ihm das nicht mehr ab. Am 12. Juni wird in der Türkei gewählt. Der Umgang der Regierung mit syrischen Flüchtlingen ist für viele Türken ausschlaggebend für ihre Wahlentscheidung.